Freunde und willkommen zu einem weiteren Part von The Witcher 3 Wild Hunt, und zwar der 29. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Nebenmission, die meistgesuchte Frau Redaniens. Da sollen wir zum Versteck von Philippa Allhardt und diesem Gefallen müssen wir halt König Radovid tun, weil er uns auch geholfen hat und Informationen zu Hurensohn Juniors Versteckpreis gegeben hat, den wir in den letzten Missionen auch verprügelt haben. Und jetzt geben wir hier mal so ein bisschen Kette. Nicht, dass wir hier Ewigkeiten rumtrödeln. Ja, ich bin mal gespannt, was uns je nach dem darauf erwartet. Ja, gut, hier muss ich lang. Gut, ich kann doch hier lang. War mir kurz unschlüssig. Packen die Fackel jetzt mal weg. Müssen demnach auch gleich da sein. Gut, ist alles soweit eingestellt. Sehr schön. Und wir sind da. An manchen Stellen ist das Fleisch bis auf die Knochen verkohlt. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Ja, aber erst dumm anmachen. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Ja, her damit. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Hexenjäger. Kraft. Sie öffnet den Eingang. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier, erstick dran, du Idiot. Dafür wirst du noch bezahlen, mein Freund. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Dir die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweichen sollen. Arschloch. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Hatten es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Wieder. Der Rest ist bestimmt tot. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ja, das war klar. So, warte. Was denkst du? Wird er was finden? Dann speichere ich auch mal ab. Nicht, dass wir hier drauf gehen. Hier finden wir bestimmt noch was. Ach so, ja, hier hatte ich auch schon mal einen Guide zugebracht. Wenn ihr das hier öffnet mit der kinetischen Druckwelle, findet ihr auch noch Schülerausrüstungssets. Ja, wann kommen die ganz auf? Und zwar hier.
Und da habt ihr dann das Schema für das Katzensilberschwert. Nehme ich natürlich auch mit, ist ja klar. Warum auch nicht? Wenn ich denn schon mal wieder hier bin. Oh, Portale. Geralt hasst Portale. Na gut, hier. Da müssen wir die Kachel einsetzen. So. War nur eine versiegelte Tür. Ein perfektes Versteck. Ja, super. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Hier treffen wir jetzt auf Portale. Das ist kacke. Gucken, wo es hier lang geht. Ganz tief runter. Ne, gut, da will ich dann doch nicht lang. Das ist dann so gesehen mein sicherer Tod. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen. So. Wie schon gesagt, ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Da hat das selbst einmal gesagt, dass er Portale hasst. Und hier finden wir auch schon was. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Ah, wir haben noch eine Eule. Eine Eule haben wir doch gesehen. Bei unserem guten alten Freund. Bei Sultan Shivai, wenn ihr euch daran erinnert. In den Folgen zuvor. Gut zu wissen. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Worte wie diese. Ich brauche Igni. Hier scheint ein Neckernest zu sein. So. Wieso hat der nichts zum Sammeln für uns? Vielleicht kann ich es aktivieren. Aber der, sehr schön. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. So, angezündet. Art. Ich habe auf Art gemacht. So. Müsste wieder funktionieren. Das Portal ist aktiviert. Das hier machen wir wieder an. Ja, guck mal an, der ist so weit gekommen. Stehen bleiben, keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Voll ausgetrickst. Da sieht man mal. Brief an Philippa.
Liebe Philippa, während ich dich schreibe, trinke ich dein Liebestropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, was zur Hölle dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern, Dijkstra, dieses bei allem nötigen Respekt schmerbäuchige Schwein? Statt meiner vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder das ist wieder so ein Spiel von dir. Aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Sehr interessant. Hier ist auch noch eine Truhe. So. Ja gut, hier müssen wir den einsetzen. Ich mache hier nochmal an. Oh, Geralt. Jetzt aktivieren. Ich wollte gerade sagen, habe ich doch aktiviert. So. Ach, schon wieder ein Portal, ey. Armer Geralt. Noch mehr Neckar. Und das wird ja immer lecker. Alles schön mitnehmen und da geht's noch weiter runter. Ach, die Truhe habe ich ja schon eingesammelt, aber hier scheint noch eine Feder zu sein. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. So. Da geht's weiter, aber hier geht's runter. Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Hier ist noch ein toter Hexenjäger, gut. Ich werde hier nochmal saven. Der Kraftstreich. Nur mal gut, dass wir hier runter sind. Von da sind wir. Warte mal. So kann ich meine Fackel jetzt nicht benutzen. Verstehe ich nicht. Geht doch. Ne, von hier sind wir gekommen. Gut, da geht's aber auch nicht mehr weiter. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Immer wieder nach oben. Sollte man meditieren. So. Hier speichere ich jetzt noch ab. Drauf gehen möchte ich nicht. Das wird jetzt bestimmt noch interessant. So wie es hier aussieht.
vergiften uns mal leicht. Weil ich nicht weiß, was mich da jetzt noch erwartet. Das muss der älteste Ebene sein. Hülse nehme ich mit. Hier ist noch eine Truhe, das nehme ich auch mit. Und hier geht's schon weiter. Oh nein, ein Feuergenius. Ach ja. Ach du Kacke. Natürlich gibt es einen Wächter. Gut. Dann brauche ich Art. Ja, Ifrit. Haben wir ihn. Sehr schön. Gerade so nehme ich alles gerne mit. Vielen Dank. So. Ich gucke mich hier nochmal um. Sicherheit ist hier bestimmt, wusste ich's doch. Ja, geil. Dann nutze ich wieder Feuer. So. Natürlich nehme ich das mit. Jetzt kommt Geralt hier wieder nicht hoch. Ist er gerade an der Truhe vorbeigerannt? Nö. Dachte schon, ja gut, da geht's weiter. Ich guck mich hier noch mal kurz um. Da geht's runter, da will ich aber nicht runter. Lieber erstmal hier noch mal Sachen einsammeln. Ich mache hier mal ein bisschen Licht, dann ist das auch übersichtlicher. Ist auch noch ein Weg. Ist hier noch, ja, sehr schön. Alles mitnehmen. Ich meine, wenn es hier schon umsonst rumliegt, warum nicht? Hier ist auch noch eine Truhe. Hätte ich beinahe alles verpasst. So. Sonst noch was? Hier habe ich schon. Na gut, dann war's das. Dann gehen wir jetzt mal da durch die Tür weiter. So, wir sind jetzt in ihrem Versteck. Also in dem Versteck von Philippa Eilhardt. Solche hat Philippa immer um den Hals. Hier können wir auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft oder sie hat sie für ihre Controller, ey. Notizen, fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Was ist das? Anis-Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Blutverschmierte chirurgische Instrumente.
Philippa hat hier operiert. Interessant. Hier nochmal ein paar Bücher zum Mitnehmen. Kleiner Tipp, wer auf Trophäenjagd ist, sollte das machen. Weil in dem Spiel müsst ihr dann, ja, so gesehen alle Bücher einsammeln. Ein Megaskop, versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen sollen. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Triss, um noch ein paar Informationen mehr zu bekommen. Noch eine Fehler. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Das heißt, die gute Frau hat sich in eine Eule verwandelt. Mit Polymorphie. Und demnach gehe ich mal aus, dürfte die Eule die Eule sein, die bei Sultan Schieweider in der Hütte sitzt. Gehen wir noch zu Triss und dann zum König. Und wenn wir das haben, ist dann auch schon gut. Dann war es das dann auch schon mit der Folge, würde ich sagen. Denn jetzt wieder zurück, ja, ne? Ja. Ich glaube mal, ich bin richtig. Du hättest ihm folgen sollen. Direkt ins Maul eines Monsters? Ich wollte lieber hoch. Du lebst noch? Hast du was gefunden? Verbrannte Notizen, ein Neckernest, Ratten, nichts Interessantes. Warum nehme ich dir das nicht ab? Ich weiß nicht. Das ist sein Problem. Oh, da irrst du dich aber. Schlag den! Nichts wirst du tun. Sag ich doch. Ich bring euch um. Botz. Lappen. Alle große Klappe, nichts dahinter. Hab nichts anderes erwartet von Hexenjägern. Aber jedenfalls haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe vor denen. Für die Mission. So, gut. Warte, Weltkarte. Wir müssen zu Triss. Ja, gut. Ja. Mal schnell zur Triss, die kann uns bestimmt mehr drüber sagen. Hoffe ich doch.
Ja, geh aus dem Weg. Als ob du was kannst. Deine Sachen nehme ich gerne mit. So ein Kasperkopf. Legt sich mit einem Hexer an. Taktisch unklug. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Junge, es geht aber auch freundlicher. Wo ist denn das gute Mädchen? Hier ist auch noch was zum Mitnehmen. Sehr schön. Alkoholfest brauchen wir immer. Gerald? Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Noch besser. Ich habe das hier gefunden. Ein Megaskop-Kristall. Er ist beschädigt. Könnte aber noch funktionieren. Schauen wir mal, was damit passiert jetzt. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt! Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Mhm. Was war daran so interessant? Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen. Die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Sie sollte den behalten. Ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher.
Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück. Gut, sehr interessant. Wir haben viel herausgefunden. Wir haben jetzt auch endlich mal Philippa Eilhardt gesehen. Und wie sie mit einer anderen uralten Zauberin der Loge gesprochen hat, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen will. Sehr interessant. Könnte noch sehr nützlich sein. Aber wie sie schon sagt, halt, fragt sich nur für wen, ne? Ob für uns oder aus Philippas Eilhards eigenen Interesse. Man weiß es nicht. Wir lassen uns demnach einfach mal überraschen, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir trotzdem noch mit Radowitz plaudern. Was ist mit denen los? Haben die Schiss vor mir gehört? Oder weil es Gewitter ist? Ja, noch lacht er. Wart mal ab, wenn ich wiederkomme, mein Freund. Interessant. Jetzt beeilen wir uns mal ganz schnell dahin. Und wenn wir das haben, dann ist der Part auch schon zu Ende. So, dann mal schnell hin zu Radowitz. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radowitz des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Wollen wir ihn anlügen? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort? Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid. Aber Eilhardt selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Puh. Jedenfalls hat das uns abgekauft. Finde ich schon mal sehr lustig. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über euren Support gerne wieder freuen in Form eines Daumen nach oben oder eines kostenlosen Abos. Bleibt euch überlassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!